Moin Leute, heute machen wir ein How to Feel Sexy. Viel Spaß! Also, als erstes müssen wir für euch herausfinden, in welche Richtung ihr euch beim Feel Sexy bringt. Menschen, die mit dem rechten Fuß vorne das Pedal haben, drehen sich normalerweise in die linke Richtung. Und andersrum, wenn man mit dem linken Fuß vorne steht, dann dreht man sich normalerweise in die rechte Richtung. Wenn ihr jetzt herausgefunden habt, in welche Richtung ihr euch dreht, dann kommt es jetzt zum Absprung. Wenn ihr nach links treten wollt, dann müsst ihr am Anfang erstmal geradeaus fahren und am Ende eine kleine Kurve nach links machen. Aber die Kurve sollte nicht zu groß sein, weil es dann schwerer geht, den 360 zu machen. Aber die Kurve hilft euch dabei, besser in die Rotation reinzukommen und den 360 zu schaffen. Kennst du? Also, nachdem man abgesprungen ist, guckt man mit dem Kopf und dem kompletten Oberkörper in die Richtung, in die man sich auch am Flug drehen will. Am besten schaut man dabei einfach das Hinterrad an. Da hat man nämlich so einen Zielpunkt für die Augen. Aber was man auf keinen Fall machen darf, ist, dass man aufhört, das Hinterrad an, also zu früh aufhört, das Hinterrad anzugucken. Weil wenn das passiert, dann hört man nämlich auch auf, sich zu rotieren und dann schafft man den 360er auch nicht. Also bei den euren ersten Versuchen werdet ihr wahrscheinlich euch jetzt erstmal nur 180 Grad oder 90 Grad weit drehen. Aber das ist nicht schlimm, das ist normal. Aber ihr dürft auf gar keinen Fall dann aufhören. Ihr müsst immer weiter probieren, euch weiter zu drehen. Und dann kommt ihr vielleicht 270 Grad und dann immer ein Stück weiter, bis ihr dann die 360 Grad habt. Und ja, der Jonas, der zeigt euch jetzt erstmal ein 360 und dann sagen wir dazu nochmal was. So, das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen und wir hoffen auch, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.